Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, 4, 2, Project Origin. Ja, in der letzten Folge sind wir hier in diesem Ladebildschirm stehen geblieben. Nun geht es weiter für uns und mal schauen, was uns in dieser Folge erwartet. Pupillen sind geweitet. Er reagiert auf die Medizin. Prüft die Dosierung. Das sollte nicht sein. Und wenn es nicht wirkt? Was läuft hier, Dr. York? Moment. Verdammt. Notmaßnahmen. PVT oder Kammerflimmern. Laden auf 200. Nein, besser 300. Dr. York. Er lebt, aber wir sind zu schnell. Wir müssen... Macht einfach. Gott. Das war's. Mach das Morphium bereit. 4 Milli. Wo stehen wir, Dr. York? Er ist tachykard. Wir müssen ihn zuerst stabilisieren. Keine Zeit. Er ist instabil. Jetzt weiterzumachen ist riskant. Sie setzen... Wir haben keine Wahl, Dr. York. Weiter. Gut, auf 300 gehen. Sie spüren einen Stich. Genau jetzt. Die Psychosen sind am Start. Wie ist er? Jetzt wurde er uns operiert. Erstmal Brille aufsetzen. Suchen Sie eine Waffe, suchen Sie Ihr Team auf. Was wurde mit mir gemacht? Mr. Beckett, Erholungsraum 102. Der Patient M. Beckett erholt sich von der Operation mit einer beispiellosen Geschwindigkeit. Die Lebenszeichen sind wieder annähernd normal. Dr. York wurde alarmiert und wird erscheinen, sobald er die letzte Aktivierungs-OP durchgeführt hat. Sollte der Patient vorher aufwachen, erklären Sie ihm, dass er es aus der Explosionszone evakuiert wurde. Der Patient... darf den Raum nicht verlassen. Ja, Jokes on you. Aber die haben irgendwas mit mir gemacht. Das gefällt mir nicht. Das ist sie. Projektarbringer, der Probandenname. Cedric Griffin, First Sergeant. Untersuchungsergebnisse, körperliche Verfassung hervorragend, mentale besteht exzellent und überdurchschnittlich. Der Proband zeigt vorbildlich akademische und militärische Leistung. Aufgrund seiner mentalen Kraft hat der Proband eine realistische Chance. Ich schätze sie auf 20-25%. Der Aktualisierungsprozess ohne schwerwiegende kognitive Regression zu überstehen, wie sie bei den gescheiterten Kandidaten anzutreffen ist. Starten. Das ist genehmigt. Also die ganzen Harbinger Dings sind einfach starten zum Operieren und irgendwas in uns einpflanzen. Vermutlich irgendwelche Gene, DNA oder sonst was, die uns zu dem macht, was diese Almai. Keine Ahnung, wie die heißt. Professor Dr. Squeeze Juice. Situation Martin, Andy. Tens of thousands. Was will er von mir? Bist du? Ja, moin. Was denn hier passiert? Hier wurde anscheinend eine Leiche
zerstückelt. Projekt Harbinger, der Probandenname Red Jankowski. Herr Untersuchungsergebnis, Körperfassung hervorragend, metallische Qualität durchschnittlich, dilettantisches Potenzial überdurchschnittlich. Bruder Spencer für den Dienst im First. Ich glaube nicht, dass er Reserve. Okay. Also die Blutspur ist von unserem Kumpel und ich wette, hier sollte auch eine Leiche sein. Samuel York, Operationsnotiz. Die ersten drei Aktivierungs-OPs waren anscheinend ein voller Erfolg. Der vierte Patient, Red Jankowski, ist noch in der Vor-OP. Die anderen sind zur Erholung in verschiedenen Flügeln untergebracht, um Vorbewusstsein telepathische Interferenzen miteinander zu vermeiden. Wenn alle wach und stabil sind, beginnen wir mit dem Anpassungsprozess. Besonders Michael Beckett erweist sich als ungewöhnlich belastbar während der OP. Daran wird zweimal sicher, ihn verloren zu haben, aber er stabilisiert sich wieder. Er stabilisiert sich wieder und nicht durch unser Zutun, da bin ich mir sicher. Interessante Notizen. Wäre geil, wenn man die noch vorlesen lassen können, weil. Ey, irgendwann ist zu viel lesen. Ich bin auch nicht so der Typ, der sehr häufig laut vorliest. Kann ja auch nicht Deutsch. Ja, wer bist du denn? Wer hat denn die Nase dir geklaut? Vor allem, was sagen die Waffen? Ich hab noch eine Waffe. Hier, Fäuste, links, rechts, bam, bam. Ja, hier. Gerade hoch. Oh, ja. Und noch mehr zu lesen. Jim Howard, Kelly Sepperstein. Schau-Nachrichten. Kelly, wenn du keine Patienten in der Lobby hast, schalte mal die 20 Uhr Nachrichten im Fernsehen ein. Das erklärt die Erschütterung von vorhin. Sobald werden wir heute wohl nicht nach Hause kommen. Ich frage mich, ob das noch Nachwirkungen haben wird. Aber wir sollten wohl nicht per Mail sprechen. Sollen wir in der Pause zusammen in der Cafeteria essen? Piep mich an, wenn du frei bist, Jim. Oh. Ja, Jim, ich glaube, in der Cafeteria wirst du niemanden treffen. Aber was hat's mit den Einschusslöchern auf sich? Wisst ihr, was ich meine? Okay. Wurden die Beine gebrochen? Das Genick gebrochen? Warte, wo jemand Spaß hier auf dem Klo. Aber auf dem Männerklo ist das doch hier. Siehst das. Eieieiei. Was ist denn hier los? Oh, gehen wir doch mal weiter mit diesem Blutbad, ne? Ist ja ganz normal. Mist! Du! Bleib stehen! Nö. Ist das hier verwackt oder was? Ich glaube, ich bin im Bug gefangen.
Joa, ne, ich glaube mal, dass das hier ein kleiner Bug ist. Und ich das jetzt alles neu laden muss, ja top, ey. Seitdem ich hier war. Ich hasse solche Bugs. Also hier sind wir reingegangen. Okay. Machen wir das mal so. Bringt mir gar nichts. Schade. Ich dachte, dadurch ändern sich die Grafikeinstellungen, dadurch lädt das neu. Nope, anscheinend bringt das gar nichts. Digga, willst du mich doch verarschen, oder? Wie sieht das hier denn aus? Sergeant Beckett, Gott sei Dank, Sie sind okay. Bestimmt haben Sie viele Fragen. Ich werde Ihnen alles erklären. Aber wir müssen erst in das TAK-Labor. Schnell, Vorsicht! Vanix Leute greifen die Einrichtung an. Hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen, um alles zu vertuschen. Du bist doch schuld. Ja, moin, ey. Ich denke, es wird von Mal zu Mal schlimmer, ey. Ich sehe halt nichts. Denke, du willst mich doch nerven, oder? Wie soll ich so das Spiel spielen? Einfach übelste Wachs. Ach so, das ist von fängt von vorne an oder was? Wie beschissen ist das denn? Was soll ja, wer will denn die Scheiße da verkaufen? Mann, mit solchen. Mhm.
wenn das jetzt nochmal verbuggt ist, ist das auch wieder schön. Wenn man das jetzt hier nicht noch mehr. Oh nein. Anyway. So, wir kennen das hier jetzt alles hier schon. Das kennen wir auch schon. Dann triggern wir doch nochmal das hier. So. Wenn es jetzt immer noch nicht geladen hat, so dass ich das immer noch nicht spielen kann, dann wäre es halt problematisch. Sieh an, guck mal, jetzt hat's geladen. Colonel Manic, hier ist Tamius. Wir haben offenbar noch einen Gegner im Gebäude. Moin. Mist! Du! Bleib stehen! Das habe ich ja alles hier nicht gesehen. Ja, moin, ey, kein Wunder. Ich habe immer noch keine Waffe. Ja, moin. Du, kein Wunder, dass ich dennoch nicht hier weiterkomme. Habe ich auch alles nicht gesehen. Diesen Raum da hinten muss ich irgendwo. Kein Wunder, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich habe das hier alles nicht gesehen. Sergeant Beckett, Gott sei Dank, Sie sind okay. Bestimmt haben Sie viele Fragen. Ich werde Ihnen alles erklären. Aber wir müssen erst in das TAK-Labor. Schnell, Vorsicht. Vanix Leute greifen die Einrichtung an. Hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen, um alles zu vertuschen. Halt die Schnauze, bist böse, ich will dich umbringen. Hey. Hallo, ich stand hier und konnte die Tür nicht nach innen aufmachen. Buggy, war das denn alles? Achtung an alle Angestellte. Diese Anlage wird soeben von einem Sondereinsatzteam unter dem direkten Kommando von Colonel Richard Vanek angegriffen, der auf Befehl des Vorstands der ATC handelt. Ihr Ziel ist die Vernichtung von Beweisen und das umfasst die gesamte Anlage sowie alles und jeden darin. Bis jetzt ist nur der Haupteingang betroffen. Verlassen Sie also das Gebäude. Die Korridore zum Haupteingang sind verbarrikadiert, um Zeit zu gewinnen. Versuchen Sie nicht, sich zu ergeben. Sie werden höchstwahrscheinlich erschossen. Das heißt, wir sind im Labor und Krankenhaus von Amacham. Warum hat man sich keinen besseren Namen ausgedacht? ATC. Wir sind also im Hauptquartier von ATC und werden von Colonel angegriffen. Ich vertraue den Colonel mehr irgendwie. Moment, der will uns umbringen, aber... Sergeant Beckett, Sie tappen genau in einen Hinterhalt. Dies ist ein gesicherter Kanal. Identifizieren Sie sich. Er muss uns über die Sicherheitskameras beobachten. Dann gib mir noch eine Waffe, ihr Asis. Ich meine, ich habe Fähigkeiten. Aha, hier wird gespeichert. Top. Okay, die wollen hier alles verbrennen, alles vernichten. Beeindruckend, deshalb hat man sie genommen. Aber wer sind Sie? Nennen Sie mich Snakefist. Snakefist? Terry ist das. Wollen Sie mich verarschen? Hey, ich weiß nicht, wer noch alles zuhört und ich will kein Risiko eingehen. Sie müssen dort sofort verschwinden. Aber warum sind die Leichen alle despawned? Und wer hat die sich dieses Raumlayout ausgedacht?
No smoking. Aber Granaten sind okay. Amateur. Ich bedauere euch, was für ein Amateur hier. Im Krankenhaus schießen ist nicht so geil. Ja, moin, wer den denn verunstaltet? Gebrochenes Handgelenk. Ich sehe hier nicht, was da gebrochen ist. Hier, boah, Kniescheibe raus, ey. Ist das der hier? Das wäre voll geil. Selbes Bild, selbe Geschehnisse, selbe Ereignisse. Ja, unfair. So, ich werde jetzt hier die Folge beenden und man sieht dann hoffentlich morgen in der nächsten Folge, wie es denn weitergeht, wie ich hier weiter rauskämpfe, mein Team finde und. Seht ihr dann, wie gesagt, morgen in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao und haut rein.